CDU Brüssel-Belgien wollten wir gerne den Europagedanken in der Jugend der Union in Deutschland stärken. Dazu haben wir diesen Europawettbewerb ausgerufen. Die JU-Gruppen haben Videos angefertigt und man darüber nachgedacht, warum sind wir denn wirklich für Europa? Die Sieger dann des Wettbewerbs sollen nach Brüssel kommen, damit sie hier vor Ort mal sehen, wie funktioniert die europäische Demokratie, was gibt es für Institutionen. Und da haben wir dann auch Besuche organisiert. Wir haben angefangen mit einer kleinen Stadtführung. Wir haben anschließend organisiert ein Gespräch bei der Landesvertretung Berlin. Daran war auch ein Gespräch im Büro des Deutschen Bundestages. Dann gab es ein Gespräch mit einem Abgeordneten des Europäischen Parlaments, Markus Pieper aus Münsterland. Danach gab es ein Gespräch mit Markus Schulte, einem Mitarbeiter aus dem Kabinett von Digitalkommissar Günther Oettinger. Im Anschluss daran haben wir bei Roland Freudenstein, Forschungsdirektor im Wilfried Martens Center, die JU-Gruppe haben eine spannende Zeit erlebt, viele neue Eindrücke bekommen haben und jetzt ein viel besseres Verständnis haben, wie Europa funktioniert und wer hier so aktiv ist und wer mit wem zusammenarbeitet und damit hoffentlich noch Europa begeisterter, aber auch wissender um Europa demnächst ihre politische Arbeit in den jeweiligen Kreisverbänden fortsetzen können.